Bei der Zeit, wahrlich, der Mensch befindet sich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Wie viele auf dieser Welt gibt es, die von sich behaupten könnten, sie hätten größere Gewissheit darüber, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert, als Iblis? Mit Sicherheit nicht viele, denn Iblis, Allahs Fluch auf ihn, hat direkte Befehle von ihm subhanahu wa ta'ala bekommen. Er selbst war während des Schöpfungsprozesses von Adam a.s. anwesend und hat alle Propheten überdauert. Während sich unsere Gewissheit auf den Verstand stützt, stützt sich die Gewissheit von Iblis auf dem, was er selbst gesehen und gehört hat. Doch trotz dieser felsenfesten Überzeugung wird Iblis bis in alle Ewigkeit in Jahannam gehen. Seine Überzeugung trägt keine Früchte, weshalb sie ihm keinen Nutzen gebracht hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Niemand von euch wird aufgrund seiner Taten ins Paradies eingehen. Die Sahaba fragten: Nicht einmal du, o Gesandter Allahs? Er sagte: Nicht einmal ich, es sei denn, Allah umgibt mich mit seiner Barmherzigkeit und Gnade. Diese und andere Überlieferungen können den Eindruck erwecken, dass die Taten des Menschen nebensächlich sind, da sie einen nicht ins Paradies bringen. Die Konsequenz solchen Denkens ist, dass man in Tatenlosigkeit verfällt. Es wird von dem Gedanken begleitet, dass man nur ein gutes Herz haben muss und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allerbarmer und der Liebevolle ist. Solch ein Denken zeugt davon, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig kennt und den Grund für sein Leben nicht richtig verstanden hat. Gleichzeitig verursacht es Widersprüche beim Muslim. Einerseits sind es nicht die Taten, die den Menschen ins Paradies bringen. Andererseits aber sagt Allah, das ist das Paradies, das euch zum Erbe gegeben worden ist für das, was ihr zu tun pflegtet. Wodurch man den Eindruck bekommt, dass es eben doch die Taten sind, durch die wir das Paradies erreichen. Der richtige Zusammenhang zwischen der Barmherzigkeit Allahs und dem Verrichten von Taten besteht darin, dass es eben jene gute Taten sind, durch die wir die Barmherzigkeit Allahs für uns gewinnen können. So heißt es in einem Hadith Qudsi: Wer einen mir nahestehenden bekämpft, dem habe ich damit den Krieg erklärt. Mein Diener nährt sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm als Pflicht auferlegt habe. Mein Diener fährt fort, sich mir durch freiwillige Werke zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt, sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm sicher gewähren. Und wenn er mich um Schutz bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht gewähren. Die Zufriedenheit und die Liebe Allahs sind nichts, was dir einfach so geschenkt wird. Sich diese Zufriedenheit und Liebe zu sichern, geschieht, indem man sie sich durch gute Taten verdient. Diese Taten sind der Grund dafür, dass Allah dir deine Lebenszeit, dein Kapital gegeben hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß: Segensreich ist der, in dessen Hand die Herrschaft ruht. Und er hat Macht über alle Dinge, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und der Allvergebende. Der Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Tod und das Leben erschaffen hat, ist, dass der Mensch innerhalb dieser Zeit das Beste aus sich herausholt. Er soll die besten Taten verrichten, sich die Barmherzigkeit Allahs sichern und zu den Siegern am Tag der Abrechnung gehören. Dies war es, was Iblis gefehlt hat. Weil Iblis diese Sache fehlte, das zu tun, wozu Allah ihn verpflichtet hat, hat ihm seine Kenntnis über Allahs Existenz nichts genutzt. Und seine Heimat wird das Höllenfeuer sein. Bei der Zeit, wahrlich, der Mensch befindet sich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Sie ist das Kapital, welches dem Menschen zur Verfügung gestellt wurde. Seine Lebenszeit sollte er dafür aufwenden, mit Gewinn im Jenseits anzukommen. Derjenige, der diese Lebenszeit aber nur dafür nutzt, Spaß zu haben und sich die Zeit zu vertreiben, wird ohne Gewinn am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Ohne seine Pflichten verrichtet zu haben, erreicht er nicht die Zufriedenheit Allahs. Und ohne freiwillige Taten wird er seine Liebe nicht erlangen. Deshalb reicht es nicht zu sagen, dass man gläubig ist. Es reicht nicht, schöne Worte von sich zu geben. Erst wenn wir gute Taten verrichten, dürfen wir darauf hoffen, in die Barmherzigkeit Allahs einzugehen. Ohne Taten das Paradies geschenkt zu bekommen, ist nichts weiter als Wunschdenken.